Rugby, 70.000 Einwohner. In der Einkaufszone hat sich ein polnischer Laden etabliert. Hier, wie auch in anderen britischen Städten, gibt es viele Einwanderer aus der Europäischen Union. Auf dem Wochenmarkt ist die Stimmung gegenüber Europa kritisch. Wir brauchen die Europäer nicht. Wir kommen allein zurecht. Wir wollen auf eigenen Beinen stehen. In unserem Land wird nichts mehr produziert. Alles wird importiert. Das muss sich ändern. Die Kundschaft im Pub The Bull hat nachmittags schon einige Gläser Bier getrunken. Auch hier findet die EU keine Freunde. Die kommen doch alle zu uns. Litauer, Rumänen, von überall. Wir werden noch zu einem dritte Weltland. Nur noch Einwanderer. Deshalb will ich, dass wir aus der EU austreten. Allein die jüngeren Rugbyer scheinen Europa gegenüber freundlicher gesonnen. Wir sollten in der EU bleiben. Wir sind doch inzwischen eine Familie. Die Rugbyer von der EU zu überzeugen, eine große Aufgabe für die Softwarefirma Hollowis, die ihren Firmensitz ein paar Kilometer außerhalb der Stadt hat. Andrew Brown ist für die Firmenstrategie zuständig. Für ihn ist es wichtig, dass sie problemlos junge Computerspezialisten rekrutieren können. Zurzeit beschäftigen sie 6 Fachleute aus dem EU-Ausland. Für uns ist es am einfachsten, innerhalb der EU zu rekrutieren. Dann können die Leute vom ersten Tag an arbeiten. Ansonsten müssen wir Visa besorgen. Das ist komplizierter. Praktikant Johan aus Mumbai studiert an der nahegelegenen Uni in Nottingham. Hollowis will ihn nach seinem Abschluss anstellen. Das wird kompliziert, weiß man schon jetzt. Hier führt er vor, wie virtuelle Realität im Automobilsektor eingesetzt werden kann. Dieses Projekt haben wir gemeinsam mit Jaguar Land Rover entwickelt. 2 Leute an unterschiedlichen Standorten können zur gleichen Zeit auf dieselben Daten zugreifen und sie bearbeiten. Die Automobilindustrie ist das Stammgeschäft von Hollowis. Die Firma ist auch im Entertainment aktiv und stellt Software für Vergnügungsparks her. Für das Unternehmen ist es wichtig, in der Europäischen Union zu sein. Wir mögen den freien Markt, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Wir schätzen es, dass wir wachsen können, ohne durch unnötige Regulierung behindert zu werden. Wie die Computerexperten von Hollowis denken die meisten britischen Unternehmer. Aber wird ihre Stimme bei der Diskussion um den möglichen EU-Austritt überhaupt gehört? Spätestens 2017 soll ein Referendum stattfinden, in dem die Briten darüber entscheiden. Die Leute interessieren sich hauptsächlich für andere Dinge. Ob ihr Arbeitsplatz sicher ist, ob sie genügend Geld verdienen. Die EU hat darauf in den Augen der meisten Leute keinen Einfluss. Deshalb interessieren sie sich auch nicht so sehr dafür. In den Umfragen ist fast die Hälfte der Briten für einen Austritt. Wenn die britischen Unternehmer sie von der EU überzeugen wollen, müssen sie noch sehr viel lauter und deutlicher werden, nicht nur in Rugby.